Willkommen zu einem neuen Blickpunkt Leine Bergland. Diese Bilder erhielten wir von Mirko von der Firma Style Dach. Er war zufällig vor Ort und konnte das Geschehen mit seinem Handy festhalten. Menschen sind bei dem Brand glücklicherweise nicht zu Schaden gekommen. Brandursache war eine defekte Antriebswelle an einer Papiermaschine, die in der Folge Schmieröl und Papierfetzen in Brand gesetzt habe. Rund 100 Einsatzkräfte waren etwa 6 Stunden im Einsatz, um das Feuer zu bekämpfen. Jetzt beginnt die Prüfung des Vorfalls. Wann die Maschine wieder einsatzfähig sein wird, ist noch nicht absehbar. Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg hat am Donnerstag die derzeitige Schließung von Fitnessstudios als rechtmäßig erklärt. Damit bleiben Fitnessstudios in Niedersachsen bis auf Weiteres geschlossen. Die Fitnessinsel in Gronau kämpft indes weiter für eine kontrollierte Öffnung der Einrichtungen und lud unlängst auch die Politik vor Ort ein. So Leute, heute haben wir endlich das geschafft. Die Politik hat uns ein bisschen gehört und ist gekommen. Wir haben doch ein paar Politiker, die volknah sind und sie sich Mühe geben, bei uns zu kommen und sie sich das persönlich anzugucken. Wir haben hier unsere Politiker, wir haben alles gezeigt. Sie sehen, wir sind bereit. Wir sind bereit anzufangen. Ja, Herr Grün, vielen Dank für die Einladung, dass Sie mir heute Ihr Konzept, Ihr Hygienekonzept vorgestellt haben, wie Sie dann im Falle einer Öffnung dann auch hier die hygienischen Standards gewährleisten können. Ich bin schwer beeindruckt von der Aufteilung, wie Sie sich hier Gedanken gemacht haben. Ich finde das hervorragend. Ich bin großer Hoffnung, dass wir am 25., wenn der Niedersachsenweg mit der dritten Stufe beginnt, dass dann auch für Fitnessstudios wieder der Betrieb ermöglicht werden kann. Sicherlich anders als gewohnt, aber so wie ich das sehe, ich bin schwer beeindruckt und das steigert auch bei mir die Lust, vielleicht auch mal wieder aktiv zu werden. Sie sind willkommen. Sie sind willkommen. Ja. Wir hoffen da. Drückt uns die Daumen. Das muss klappen. Es gibt eine neue Aktion der Volksbank, bei der man auch etwas gewinnen kann. Auf der Webseite www.regionalzusammenstehen und bei Facebook gibt es die genauen Teilnahmebedingungen der Musik-Challenge. Kurz zusammengefasst sind das diese. Es werden vom 11.05.2020 bis zum 25.05.2020 um 12 Uhr auf Facebook 3x 100 Euro verlost. Postet einfach euer musikalisches Video in die Kommentare und sichert euch die Chance auf 3x 100 Euro. Die Beiträge mit den meisten Likes bis zum 25.05. um 12 Uhr gewinnen. Viel Glück! Am 12. Mai 2020 jährte sich der Geburtstag von Florence Nightingale, der Pionierin der Krankenpflege, zum 200. Mal. Anlässlich dieses besonderen Jahrestages würdigten die Johanniter die enorme Leistung, die ihre Mitarbeitenden in der Pflege tagtäglich erbringen. In der aktuellen Situation tragen sie noch ein höheres Maß an Verantwortung als zu normalen Zeiten. Pflegebedürftige Menschen müssen auch während der Corona-Krise versorgt werden. Zugleich sind sie ganz besonders gefährdet durch das Virus. Die Johanniter sind ein starker Verbund von ambulanten und stationären Dienstleistungen. Mit mehr als 11.000 Mitarbeitenden in der Pflege, in ihren 17 Kliniken, 95 Seniorenhäusern, 144 ambulanten Pflegediensten sowie 39 Tagespflegeeinrichtungen sichern die Johanniter tagtäglich die medizinische und pflegerische Betreuung für viele tausend Menschen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Leine Bergland TV, Ihr Sportsender. Natürlich, so langsam geht's wieder los. Die Sportnation Deutschland erwacht wieder. Und dazu tragen auch diese beiden Herren ja ihren maßgeblichen Teil bei. Denn hier ist eine der wenigen Fußball-Golfanlagen Deutschlands entstanden. Und Marco Neumann, einer der beiden Betreiber, erzählt uns mal ganz kurz, wie ist es dazu gekommen? Dazu gekommen ist es, als wir mit unserer alten Herren aus Wallensen einfach die Fußballgolfanlage in Detmold besucht haben. Das ist eine tolle Anlage. Dort wollten wir mal ein paar Bälle spielen und mal gucken, wie das so ist. Und das hat uns so gut gefallen, dass wir mehrmals nacheinander da waren und uns dann überlegt haben, hier für unsere Region mitten im Land, oder was heißt mitten am Rande des Landkreises Hameln-Pyrmont zum Landkreis Hildesheim, zum Landkreis Holzminden hin, wäre das eine gute Sache. Genau, wir sind hier nämlich in der Nähe von Wallensen am wunderschönen Humboldtsee und ihr habt bei der Errichtung des Platzes hier nicht gekleckert, ihr habt geklotzt, sagt uns Frank Bartke, hauptberuflich bei der Gemeinde Salzhemmendorf, der sich hier gut auskennt. Wie groß ist die Anlage denn?
Das gepachtete Areal hat eine Größe von 38.000 Quadratmetern. Die reine Spielfläche sind, glaube ich, knapp 3,5. Und wir haben noch ein bisschen Reserven, dass wir noch, wenn es läuft, erweitern können. Klasse, hier am Humboldtsee kann man ja nicht nur hervorragend campen und schwimmen, sondern jetzt eben auch Sport treiben. Wie muss man sich das vorstellen? Kann man hier mit Kind und Kegel, mit Freunden herkommen? Für wen ist das gemacht? Das ist für alle gemacht. Also hier kann man gerne herkommen, es gibt keine Altersbeschränkungen. Jedes Kind, was im Fußball spielen kann, kann hierher kommen, kann hier Fußballgolf spielen. Nach oben hin sind keine Grenzen gesetzt. Wir hatten jetzt Leute hier, die über 60 waren, die hatten auch ihren Spaß hier beim Ausprobieren. Im Endeffekt kommt man mit der ganzen Familie her, Kind und Eltern können hier spielen, können schwimmen. Das ist eine tolle Atmosphäre hier am Humboldtsee und hier kann man wirklich gut seine Zeit verbringen. Klasse. Wie ist es denn mit der Infrastruktur? Frage, kann ich hier parken? Frage, gibt es hier Toiletten? Frage, kann ich hier was trinken? Frage, kann ich hier meinen Hund mitbringen? Sie haben 120 Sekunden, um diese Frage zu beantworten. Die sollte ich schaffen. Parkplätze gibt es hier, werden auch jetzt gerade noch geschaffen. Hier also direkt auf dem Areal wird ein Parkplatz angelegt. Der wird in den nächsten circa 4 Wochen fertiggestellt sein. Toiletten sehen wir hier direkt vor uns, gibt es auch, natürlich getrennt. Getränke kann man hier erwerben, kleine Snacks und ansonsten gibt es hier in der Nähe ein kleines Restaurant am Humboldtsee, was man dann auch gerne besuchen darf. Perfekt. Letzte Frage, wie viel Zeit sollte man da mitbringen, wenn man einmal hier so einen Durchlauf praktizieren möchte? Also eine gute Kennzahl ist 5 Freunde, 5 kalte Getränke, 2 Stunden. Das sollte man gut schaffen. Erfahrene Spieler sind vielleicht ein bisschen schneller. Wenn man mit etwas Unerfahrenen da ist, dauert es ein halbes Stündchen vielleicht länger. Aber so 2 Stunden kann man mit einer kleinen Gruppe kann man einrechnen. Wir werden das dann gleich live für Sie nochmal vormachen. Ich hoffe, Sie haben ein bisschen Zeit mitgebracht. Letzte Frage noch. Wo kann man sich über eure Anlage informieren? Einmal unter fußballgolf-humboldt.de auf unserer Homepage. Da ist alles Weitere dann beschrieben, ob mit unseren Handynummern, E-Mail-Adressen. Da kann man dann alles Weitere erfahren. Klasse. Noch lächeln die beiden Herren, aber wenn wir dann gleich hier zu spielen, ne, dann werden wir mal gucken, wo Bartels den Most holt. Hätte ich meine richtigen Schuhe an, habe ich aber leider nicht und muss auch weiter moderieren. Schauen Sie mal am besten selber hier vorbei auf der super Fußball-Golf-Anlage am Humboldtsee mit einer der längsten Bahnen Deutschlands. Das ganz zum Schluss, habe ich das richtig verstanden? Ja. 220 Meter lang, 2 Hindernisse drauf, ein Sandbunker, ein Mühlenrad, durch das man durchspielen muss. Ist ziemlich lang, ja. Also Brille mitbringen.